Ich geh jetzt hin. Digga, ich komme. Bin unterwegs. GTA 6. GTA 5 online. Er hat einfach GTA 6. Was? Das ist echt. Yo Leute, was geht? Heute auf jeden Fall wieder ein weiteres Video auf meinem Kanal. Und zwar heute schauen wir uns natürlich, Leute, wieder einige Videos auf YouTube an. Ihr wisst es ja, Leute, GTA 6 ist ja immer noch nicht draußen und wurde auch noch gar nicht angekündigt. Allerdings gibt es halt tatsächlich auf YouTube einige Leute, die glauben, dass sie GTA 6 haben und sogar auspacken, sogar es in der Hand halten und daraus noch Gameplay zeigen wollen. Und deswegen schauen wir uns auf jeden Fall heute einige Leute an, die glauben, dass sie GTA 6 haben. Wie gesagt, das letzte Video dazu kam wirklich mega krass bei euch an. Deswegen gibt es heute den zweiten Teil dazu. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, Leute, könnt ihr kostenlos abonnieren und die Glocke zu aktivieren würde auf jeden Fall mich mega freuen. Und ich würde sagen, starten wir direkt mit dem Video. So Leute, ich bin jetzt auf jeden Fall mal wieder auf YouTube unterwegs. Und zwar habe ich schon hier eingetippt, ich habe GTA 6 und dann suchen wir einfach mal nach den Videos. Und ja, also wird erstmal mein Video vor 3 Monaten angezeigt. Auf jeden Fall schauen wir mal so ein bisschen hinter die Kulissen auf YouTube. Also scrollen wir einfach mal mega weit runter und dann schauen wir uns einige Videos mal an, die relativ versteckt auf YouTube sind. So Leute, das erste Video, das mir nämlich angezeigt wird, ist I got GTA 6 early, not clickbait, must watch und dann Emojis ohne Ende. Lass mal die Finger von den Emojis. Auf dem Bild können wir natürlich auch schon erkennen, Leute, das ist zu 100% legit. Man kann schon sagen, es ist GTA 6, weil ich sehe auf jeden Fall, da steht Grand Theft Auto 6. Es muss legit sein. Let's go mit dem Video. Okay, guys, I got GTA 6. Der hat es einfach wirklich. So, die Xbox 2. Auf der Xbox 2. Oh mein Gott. GTA 6. Das ist echt legit. Das ist echt. Flip it over. So, clean and everything. See. Ja, moin, die CD ist sehr sauber. Alter, richtige Special Effects in seinem Video. Respekt. Der hat auch noch eine Xbox 2. Was willst du mehr? GTA 6 und die Xbox 2. Das ist eine 360, oder? Ich sehe einfach gar nichts, genau. Mach das Bild so unscharf wie möglich. Es ist... Oh man. Send nudes and subscribe. Was? Er will ein Giveaway machen und er zeigt uns erst dann das Gameplay. Nein, Kollege, ich glaube dir nicht so ganz. Also gut, die 9 Likes sind bestimmt die Leute, die das glauben, aber ich glaub's dir persönlich auch. Du hast GTA 6, aber das reicht mir noch nicht. Schauen wir uns das nächste Video an. Das nächste Video ist von einem kleinen Jungen, der hat gesagt, er hat GTA 6. Und was ich mich halt immer frage, warum haben immer Kinder GTA 6? Warum habe ich nicht GTA 6 oder mal erwachsene Leute? Ich verstehe das nicht. Versteht ihr das, Leute? Wir schauen uns das Video auf jeden Fall an. Wie gesagt, der Typ hat leider keinen einzigen Like bekommen. Ich gebe dir mal ein Like. Leute, ein bisschen Frieden. Der Typ braucht ein Like. So, los geht's mit dem Video. I'm just announcing that. Wow. Moment. Stopp. Bitte sag mir, du hast was angezogen. Bitte sag mir, du hast wenigstens eine Hose an. Der Typ, der geht hier richtig... Alter. Nee. GTA. Oh mein Gott, wie kann man so dumm sein? Yep. Das ist nicht GTA 6. Don't worry, we can all play it on the Xbox. So, it's on Xbox for a second. Ich glaube, der Typ lügt nicht mal. Der glaubt halt wirklich, er hat GTA 6. Aber es ist halt GTA 4. Es ist ein Missverständnis. Oh. Ach, Kollege, ich würde dir das gern beibringen, aber römische Zahlen sind nicht dein Ding, oder? Wenn das I vor dem V ist, ist es GTA 4 und umgekehrt ist GTA 6. Also der Typ, der will uns auch gar nicht wirklich auf den Arm nehmen. Der glaubt es halt einfach. Deswegen denkt er, der spielt jetzt GTA 6. Oh Mann. Bitte zeigt mir nicht weitere Stellen des Körpers, die ich nicht sehen will. Das ist nicht werbefreundlich. So, yeah. GTA 6. 6. Der hat's nicht mal ausgepackt. Naja, er ist halt ein Kind, der kann es halt nicht wissen. Das nächste Video hat allerdings schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und zwar ist es von einem Jungen, Leute, der hat über 100.000 Aufrufe. Das Video hat 800 Likes, 5.400 Dislikes. Ich bin der Meinung, es muss was dran sein. Wenn es so viele Klicks hat, muss es legit sein. Also wie gesagt, wir schauen uns jetzt das Unboxing von dem kleinen Jungen an, der ein Geschenk von Rockstar Games bekommen hat. Warum krieg ich kein Geschenk von Rockstar? Yeah, so, guess what I just got in the mail. Now, hat der's? Months ago, I went and got GTA 6. Man muss sagen, Kameraqualität ist gut. Also kann ich echt nicht sagen. Er hat dafür Geld bezahlt auf eBay. Okay. I made a prank call video to Rockstar saying
asking for GTA 6. Okay, Kollege, bitte red nicht um den heißen Brei. Ich weiß, das Video geht von dir 15 Minuten. Er hat einfach GTA 6. Es ist echt. Was? Junge. Alter, ruf mich an, Digga. Ich komme sofort vorbei. Ich will auch GTA 6 spielen. Ich geh jetzt hin, Digga, ich komme, bin unterwegs, GTA 6. Nein, mir ist gerade was aufgefallen, Leute. Der Typ hat sich gerade selbst exposed. Wisst ihr, was er nämlich gerade gesagt hat, Leute? Hat nämlich gesagt, hier, hört nochmal hin, Leute. GTA 5 online. GTA 5 online? In GTA 6? Okay, meine Güte, Alter, der Typ. Aber wie gesagt, er will uns in diesem Video Gameplay versprechen. Wie gesagt, ich habe dieses Video noch nicht ganz gesehen. Es ist 15 Minuten lang, Leute. Es ist eine mega lange Distanz. Aber ich bin echt gespannt, was er uns als Gameplay zeigt. Vor allem, wie die alle so mysteriös machen, ne? Immer die Kamera so möglichst hochhalten, dass man bloß nicht sieht, was da drin ist. Guys, es ist actual real. No way. Bitte. Guys, look at that. Was? Ey, das ist echt GTA 6. Das ist echt. Junge, ey, ich bin so eifersüchtig auf dich. Das sieht so gut verarbeitet aus, Leute. Leute, ihr müsst halt wirklich sehen, die Qualität ist auf allerhöchstem Niveau. Ihr seht eine CD mit dem originalen Xbox One Logo schön drauf gedruckt. Und der innere Ring der CD, das hat schon etwas, das sieht fast wie, als wäre das mit einer Schere ausgeschnitten und draufgeklebt. Wir wissen, Leute, das ist echt, das kann nicht fake sein. Das ist auf jeden Fall GTA 600% auf Xbox One. Der Typ, der gönnt sich, ich habe leider keine Xbox One, deswegen, Kollege, ich komme gleich bei dir vorbei. Dann spielen wir zusammen GTA 6, aber zeig mir noch erstmal ein bisschen Gameplay. Oh mein Gott, Leute, es geht los. Let's get los. Ein bisschen Call of Duty Black Ops. Ey, was passiert? Jo, was macht die Xbox bei dir für einen Sound? Das war ja ein richtiger Rasenmäher. Oh nein, bitte wisch die CDs nicht so ab. Mach's nicht kaputt. Komm schon. Also wie gesagt, im Video steht, er verspricht uns Gameplay. Ich nehme ihn bei Wort. Ey, der Rasenmäher-Modus ist wieder aktiviert. Pass auf, dass du deine Xbox nicht kaputt machst. Vielleicht ist die Xbox One halt zu schwach für GTA 6. Er braucht eine eine Xbox 2. Leute, GTA 6 läuft bei ihm. Es läuft. GTA 5. Because it's in development, but you can't see in the corner. Da links unten auf dem Bildschirm, da steht GTA 6. Das ist auch kein Papier, das auf den Fernseher geklebt wurde. Really. Hauptsache, der Typ, der ist schon seit 20 Stunden im Ladescreen. Oh mein Gott, ist das laut. Oh mein Gott, das sind meine Ohren. Alter, er zockt GTA 6? Oh mein Gott, diese Grafik ist schon übelst geil. Das ist auch nicht Los Santos. Das ist Next Level. Das ist ganz Amerika, Leute. Der Typ, der feiert sich einfach selber. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, man muss schon sagen, der Typ hat irgendwie ein bisschen Klasse bewiesen. Also, es ist zwar ein Prank, aber es ist wirklich gut gemacht. Also, ja gut, im wahrsten Sinne des Wortes ist es halt mega lustiger Prank, muss ich sagen. Aber ihr wisst, Leute, der Typ hat kein GTA 6. Aber ich zeige euch mal noch ein anderes Kind und seid ein bisschen vorgewarnt, Leute. Das nächste Video ist nämlich Crazy GTA Kid und es zeigt einen kleinen Jungen, der vor dem Fernseher GTA 5 spielt. Und wir schauen auf jeden Fall mal ins Video rein. Was ist mit seiner Stimme los? Das klingt so, als wären die Chipmunks spielen. Oh mein Gott. Was ist mit den Kindern los? Was ist mit den Leuten nur los? Besteht noch Hoffnung? Also dieser Junge, er meint, er hat GTA 6 auch bekommen. Für mich stellt sich jetzt eine kleine Frage. Und zwar, gibt es irgendeinen geheimen Kindercode oder so? Warum haben so viele Kinder GTA 6? Wo ist mein Anteil? Rockstar, ich mache so lange Videos. Wo ist mein GTA 6? Der kann nicht davon erzählen, dass er Jahre auf das Spiel wartet. Wie alt bist du denn? Der ist vielleicht 7, 8 Jahre alt. Und er sagt, er war noch nicht mal geboren, als GTA 4 rauskam. Und das ist wirklich ernst gemeint. Der war noch nicht mal am Leben, als GTA 4 rauskam. Zeigst du uns jetzt das Spiel? Oh mein Gott, er macht sich ja richtig Mühe.
Der macht sich ja mega viel Mühe. GG, Kollege. Herzlichen Glückwunsch. Du bist auch einer von sehr vielen Leuten, die dieses Spiel schon haben. Vice City, es ist in Vice City. Da haben wir es, Leute. Vice City. Ey. Kollege. Mein Bildschirm ist schwarz. Zeig uns, bitte mach Bildschirm an. Ich will wissen. Weißt du, er zockt jetzt hinter meinem Rücken. Mach Bildschirm an, ich will GTA 6 Material sehen. Digga, hallo? Hörst du mich? Ey, Mann. Warte mal. Das ist nicht sein Ernst. Der Rest des ganzen Videos ist schwarz. Ey, Mann. Ich glaub's euch. Ich glaub's nicht. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr GTA 6 auch habt, dann lasst einen Daumen nach oben da. In der Mitte könnt ihr kostenlos abonnieren für einen dritten Teil. Checkt die anderen Videos aus. Folgt mir auf Instagram, IDZocker sich dort. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. IDZocker ist raus. Haut rein, Leute. Ciao.